Blöd, dass man immer so den Stecker festhalten muss. Das sieht immer ein bisschen doof aus. Ja, aber nicht, dass der abrutscht. Ja, ich bin ja schon froh, dass das so eine mega schnelle Ladegeschichte ist. Ja, Gott sei Dank. Stell dir mal vor, wir müssten hier jetzt so eine halbe Stunde stehen. Ja, okay. In der Kälte. Mhm. Ja, kein Bock drauf. Ich muss ja zugeben, ich habe immer ein bisschen Angst, wenn du auf der Beifahrerseite aufsteigst. Was meinst du, wie es mir geht? Ich habe die doch schon mal abmontiert. Ja, aber ich glaube, die Jungs haben die noch mal sehr festgeschraubt. Also ich glaube, sie haben sie einfach Gabby-mäßig eingebaut. Die war mit Sicherheit nicht richtig fest, als das Ding ausgeliefert wurde. Nein, das kann ich mir nicht vorstellen, weil du sagst, weil ich bin der Hulk, aber ja, nein. Aber dein Auto ist halt schon irgendwie was anderes als ein 1,6-Tonnen-Raiden, also, ne? Ja. Anders machen, wie gesagt, ich würde halt ganz gerne mal abwarten, was da jetzt rauskommt bei der Geschichte da mit dem Stadtrat oder was. Und bevor wir jetzt anfangen, hier alles umzukrempeln. Nee, das nicht, aber hätte ja sein können, dass du irgendwo anders noch Unterstützung brauchst. Ach, guck mal. Eine Hot Knife. Na toll, jetzt ist da kein Platz mehr. Möchtest du vielleicht auch? Ja, ich steig mal aus. Auto parke? Hoppala. Hallo? Ja. Na. Komm, hier draußen sieht das gerade keiner. Warte. So. Und dann kann ich dir direkt einmal. Sekunde. Ist dein Ernst jetzt? Einmal, zweimal. Warum? Und wir gehen rüber. Und 301 Auffunk. Alle Führungskräfte einmal in die Lobby. Alle Führungskräfte einmal in die Lobby. Mahlzeit! Hallöchen! Jo. Mahlzeit, kommst du mit? Kommst du mit? Tja. Dann wieder auch mit? Ich bin da mal wieder weg. Tschö. Einmal Briefing. Tschö. Was war in den letzten Stunden los? Irgendwas verpasst? Ich würde mich einfach gerade mal hinstellen. Ja. Wie totales Chaos. Heute Abend alle weg waren. Gestern Abend alle weg waren. Ja. Wurde der Liebermann hier eingeliefert? Grüß. Ja. So. Also es ist wie folgt abgelaufen. Veni und ich wurden nochmal vom PD gebeten, zur Einsatzstelle zu kommen, wo das Fahrzeug, wo ihr da nicht sicher wart, für wem das Fahrzeug gehörte. Mhm. Da sind wir nochmal hin. und dann rief Johnson an, ich brauche mal einen Medic und bringt einen Heli mit. Okay. Ich so, wir kommen gerade an kein Heli. Ja, dann kriegst du jetzt einen. Okay. Auf jeden Fall, wollten wir gerade los. Da ist dann, war wenig schon hier wieder. Mhm. Und dann wurde der Liebermann hier wohl eingeliefert mit diversen Verletzungen. Was heißt diverse Verletzungen? Da muss ich selber in der Akte gucken, weil das viel war. Nein, ich mach auf. Genau, guck dir das mal an. Mhm. Genau, der war auf Kayo. Was? Ja. Entsprechend. Hoffe ich, dass du mir jetzt was Richtiges erzählst gerade. Hm? Ich hoffe, dass ihr alle Mund- und Nasenbedeckung getragen habt. Ja. Gut. Wir waren unter Vollschutz. Sehr gut. SPD genauso wie ich. Okay. Auf jeden Fall, der ist hinten in Zimmer 370. Schläft noch? Ja. Da wird vorerst auch keiner ohne Vollschutz reingehen. Richtig.
Ich hatte ihm allerdings schon ein Breitband-Antibiotikum gegeben. Lea, willst du gleich zuhören? Ich höre zu. Verletzung, rechte Knie, Mittelfinger und Zeigefinger rechts gebrochen. Linke Hand, Ringfinger, Nagel gezogen, Backenzahn links gezogen, 37, 38, nee, gebrochen. Ja, 37, 38, das sind die hinteren beiden Backenzähne unten. Okay, Nase gebrochen. Okay, mehrere Schiffe, okay. Das klingt mir schwer nach Folter. Wenn ich das lese, also Schussverletzung ist klar. Ich geh mal kurz vor die Tür. Wieso? Hallo? Weg ist er. Rechtes Knie. Nee, das kann Gabby nicht. Nein. Klingt das nach... Ja, so ein bisschen. Ja, Liebermann ist gestern suspendiert worden. Holy shit. Holy shit. Das kann Gabby sich nicht anhören. Nein. Dafür ist sie zu zart beseitigt. Das geht nicht. Das geht nicht. Ja, für die, die es nicht mitgekriegt haben. Liebermann kam gestern in den Dienst, hat Gabby und Leia erzählt, was er so getrieben hat in den letzten Tagen. Und da ist er eventuell etwas über die Stränge geschlagen, was das angeht. Und das hat der Bürgermeister mitbekommen und ihnen erstmal eine Pause gegeben. Das heißt, Liebermann ist erstmal auf unbestimmte Zeit suspendiert. Und damit ist Leia aktuell stellvertretende Justizministerin. Und sie haben sich gestern verabschiedet und... Liebermann hat die Sachen abgegeben, also Tablet, Keycard fürs PD etc. Und ja, mehr weiß ich auch nicht, was passiert ist. Außer das, was jetzt gerade gesagt worden ist. Holy shit. Und ich weiß es auch nicht, weil ich bin ja böse. Ich gucke mir von New Venture TV die... VODs dann immer an, also sowohl von Heinz wie auch von Liebermann. Hallo. Hallo. Ja, auf jeden Fall. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Also, wir wissen auch nicht, also beziehungsweise Gabby weiß auch nicht, wie es jetzt dazu kam, dass diese Infos an den Bürgermeister weitergegeben worden sind. Also das wissen sowohl Gabby wie auch Lea nicht, wer da irgendwie was weitergetragen hat. Und eigentlich hätten wir gestern mit allem gerechnet, aber nicht damit. Und das, was jetzt gerade da noch
Holy shit. Holy shit. Puh. Okay. Mann, oh Mann, die haben heute diesen Klamotten vorhatte. Weil es war ja nicht nur die Klamotten, es war ja auch ein Atemschutzgerät dabei. Wo sie das her haben, weiß ich. Kurze Frage. Mit der Nummer auf Kayo, bräuchte man, wenn man nach Kayo will, ein solches Atemschutzgerät? Definitiv. Ansonsten bist du kontaminiert. Du bist allgemein, warst du auf Kayo, bist du kontaminiert. Also zählst du als kontaminiert, ob du Maske auf oder nicht. Okay, aber bräuchtest du, wenn du in Kayo dich für Zeitraum X aufhalten willst, diese Atemschutzgeschichte? Ja, also wenn wir rauf müssen, falls da einer notlandet oder so, setzen wir grundsätzlich das Zeug auf, ja. Ich muss aber eins dazu sagen, die Entzündungswerte in Liebermanns Blut waren erschreckend gering. Also es scheint wohl, dass da irgendwie sich das gebessert hat. Also die Entzündungswerte spielen für mich gerade keine Rolle. Ich sag's dir nur. Es gibt von Anfang an von dem Bürgermeister eine Ansage, Kayo ist verseucht und jeder wird so behandelt, als wenn er ein Staatskrimineller ist. Ich sag's dir nur. Die Entzündungswerte waren sehr gering. Ja. Okay. Buddy, danke für die Info, weil lustigerweise hatte mich gestern einer vom PD noch angerufen. Mhm. Ich hatte das Problem, dass ich aus Kalito nicht wegkam wegen einem fiesen Nebel. Du hast nichts gesehen, du hattest noch keine 2 Meter Sichtfeld. Das war mal schön. Ja, war wunderschön. und er hatte mich angerufen wegen diesem Herrn Frost. Aber von Schusswaffe und so habe ich da nichts gehört. Okay. Die Schusswaffe wurde aber vom PD abgenommen und inklusive Munition. Was für mich halt nur komisch war, er war mit dem Auto da, was nicht seins war. Ich weiß auch, wem das Auto gehört hat. Und er ist mit dem Boot durch, oder ist einer mit dem Boot geflüchtet. Einer, beziehungsweise mir, keine Ahnung. War jetzt die Rede von einem Boot. Also er ist mit einem Boot geflüchtet? Nee, da war wohl noch ein Boot vor Ort, aber das ist wie, der RTW-1 vor Ort kam, ist das Boot wohl geflüchtet. Okay. Weil das wäre ja dann quasi circa unterlassene Hilfeleistung. Ja, schon. Das, was er in Sachen FD getan hat, ist ja Amtsanmaßung. Ja. Das steht hier schon auf meinem Zettelchen. Okay. Frost. Ne? Ich habe gesagt Frost. Ja, ja. Okay. Die Schneemann. Ja. Buddy, hast du gerade einen Moment unter 4 Augen für mich? Aber selbstverfreilich ständig. Dann hätte ich gesagt, gehen wir mal irgendwo ins Eckchen. Nur wir können ins Schiffsbüro gehen. Das ist doch. Boah, da bleibt doch die Schneemann. Weißt du, ich drehe und hör es nur, was der da sagt. Tut mir leid, aber das waren gerade Informationen, die. Hi, erstmal. Hallo. Das war ein bisschen viel. Also ich lese ja gerne Krimis und so, aber das... Du, das ist mein tägliches Geschäft hier. Ich glaube, ich könnte das nicht. Oder man gewöhnt sich dran, je nachdem. Ich habe es gestern schon zum PD gesagt, beziehungsweise heute Morgen zu einer Polizistin. Weil es auch da um die Geschichte vom Liebermann ging. Mhm. Das ist noch nicht das Schlimmste gewesen gestern. Das viel schlimmer waren, dass diese 4 oder 5 Patienten, ich habe den Überblick verloren. Und wenn ich den Überblick verliere, dann ist es schlimm. Oh Gott. Also ich glaube, gestern war insgesamt so ein richtiger Scheißtag. Der Tag an sich war okay. Ja. Als ich wir hatten ja eine große OP, nach dieser OP mitbekommen habe, was hier los war, war halt ein bisschen was los. Hm.
Stromausfall, Notstromaggregat hat angefangen zu brennen. Ja, das hatte Buddy mir schon erzählt. Wie gesagt, dann die 4 oder 5 Patienten. Nummer nachher, vom King? Der schläft. Nummer nochmal vom King. 369. Ja, ich muss nochmal kurz gucken. Der schläft. Ah, okay. Nee, jetzt hat er mich aus dem Konzept gebracht. Ach ja. Ja, wir haben über den komischen Tag von gestern gesprochen. Also, wie gesagt, das war noch lange nicht einer der schlimmsten Tage, die hier in der Stadt passiert sind. Oh Mann. Und ich hatte schon einfach das Gefühl, das liegt an mir, dass ich einfach in letzter Zeit so komische Tage habe. Mm-mm. Ja, dann, Die Stadt dreht durch. Mhm. In manchen Situationen. Hm. Vielleicht liegt es am Wetter. Das war ja gestern auch bescheiden. Oh, tagsüber ging es. Irgendwie ja. In der Nacht wurde es auf einmal hell und eisern Zeug. Da war ich ein bisschen irritiert. Ja, das kann ich mir vorstellen. Ich habe es halt nur so halb über Twitter irgendwie mitgekriegt, dass da ein bisschen was los war, wettertechnisch. Weil ich weiß nicht, gestern war, ich bin einfach nur früh ins Bett und habe mir gedacht, nee. Einfach schlafen, dann kriegst du nichts mehr mit, dann ist alles gut. Ha. Aber ich habe mal eine Frage. Welcher? Ich hatte gesehen, dass ein Herr Schwarz zur Fahndung ausgeschrieben wurde. Dann hatte ich gestern im PD nachgefragt und dann hieß es, der ist vom MD ausgeschrieben worden. Weißt du warum? Ich habe keine Ahnung. Okay. Also. Danke. Bei uns in der Akte, warum bedankt er sich jetzt für mich? Nee, egal. in unseren Akten ja. Hatte nur, ich weiß nicht wer, ich weiß nicht warum, in unsere Leitstellenseite reingeschrieben, Micha Schwarz zur Fahndung ausgeschrieben und dann ein Vermerk, den PD melden. Ja, aber mit welcher Begründung? Ich weiß es nicht. Ich weiß auch nicht, wer das geschrieben hat. Weil eigentlich ist sowohl das PD wie auch ich mit ihm in Kontakt und es passt irgendwie nicht ins Bild. Das ist sehr, sehr merkwürdig. Hm. Na, mal gucken, ob ich das noch aufgeklärt kriege. Wir hatten schon überlegt, ob er einfach eine Rechnung nicht bezahlt hat oder so. Ich weiß es nicht. Hm. Wie gesagt, da habe ich, warte mal, kann man doch. Ja. Ja warte mal, ich muss einen Husenstein noch zu machen. Weißt du, ja. Buddy, ich glaub dir das nicht. Das würdest du nie tun. Also. Ach so, aber ich oder wie? Ja, Bella, wir wurden unterbrochen. Also ich finde da jetzt auch nichts deswegen, okay. Ich weiß es nicht. Hm. Buddy, weißt du, warum Micha Schwarz bei uns als zur Fahndung ausgeschrieben ist? Ah, steht? Das wollte ich gestern Chris noch erfragen. Ich habe es total vergessen. Ja, alles gut. Ansonsten... Würde uns jemand Bescheid sagen, wenn Chris heute kommt, dass wir das vielleicht auch erklären können? Natürlich, ich würde euch dann vielleicht informieren. Ja, das wäre hervorragend. Ich weiß. Okay, dann Gabby? Jo. Ja. Marsch. Ich lasse jetzt mal gerade noch ein Sekündchen zum Tschüss sagen und nehme Bella mit. Komm, Bella, okay. Wir gehen mal hier ein Stück weg. Ein Sekündchen? Oh Gott. Ich habe ein Sekündchen. Oh, mir brennt jetzt schon der Kopf und ich bin gerade erst wach geworden. Frag mich mal. Aber weißt du, was das Gute ist? Was denn? Wir haben uns. Oh ja. Mhm. Meine sexy Anwältin. Auf Probe. Brille fehlt noch. Warum? Hä? Warum eine Brille? Meinst du, damit sehe ich intelligenter aus? Als sexy Anwältin? Hm. So, ich fahre jetzt mal zu Haley. Mal gucken, was da so los ist. Ja. Nimm mir mein Flipbett. Ich glaube, wir fahren entweder ins PD oder ins DOJ. Ihr fahrt im PD, aber da werde ich heute auch noch hin. Dann werde ich aber erst mit Chris absprechen. Ja, wie schon gesagt, es geht bei Chris wirklich nur um die Sache mit dem Schwarz, warum der zur Fahndung ausgeschrieben ist. Ich weiß ja nicht, wie viel er heute vor Kopf hat. Hm.
Rottkrieg raus. Ja. Ich hoffe, der Tannis, Gabriel bald wach wird, damit ich ihm welche in die Schnauze hauen kann. Das war mir vorhin zu viel Information. Ich musste eben mal raus. Ja, aber sowas musst du abkönnen. Ja, Leute. Ja, aber nicht so unvorbereitet. Oh, die Akte vom King muss ich auch noch schreiben. Oh Mann. Ja, ich würd mal sagen, wenn du alle so siehst, gute Besserung von meiner Seite. Ja. Ich gehe da mal gucken, ob ich meinen Klienten wiederfinde. Mal Spaß. Schauen. Dankeschön. Ich komme mit raus. Ja. Fabi? Alles klar, ich hab dich schon gesehen. Bis später. Das kann sein. Fertig. Aber ja. Okay. Also Aussage von ihm war gerade, dass er nur zu voll ist. Bitte was? Aussage von ihm war? Dass er einfach nur zu voll war, sich zu bewegen. Ach so, ja, das könnte durchaus auch sein. Ja, aber dann hätte ich gesagt, mach du. Opa, die. Alles gut. Mal so glatt ist. Ja, dann müsst ihr mal streuen. Ja, wir haben ja eigentlich einen Hausmeister, den habe ich schon ewig nicht mehr gesehen. Schwieriges Thema. Ich weiß nicht, ob wir uns heute noch mal sehen, aber. Ich hoffe doch. Ja, ich hoffe es auch. Hast du dein Knie aufgeschlagen? Nö, ich habe ja. Okay. Die Hose an. Jo. Ja. Tschüss. Wir sind dann weg. Ich versuche sie dir schnell wiederzubringen. Du tut was für mein Geld. Wieso für dein Geld? Seit wann bezahlst du uns denn? Wir gehen mal, bevor unser Geldhahn hier zudreht. Ja. Tschüss, Bärchen. Wo läufst du hin? Einmal Bella B. Also, wir stehen drüben, ne? Nein, stehen wir nicht. Ach so. Ah, du hast umgeparkt.